Sommer 1813. Wellingtons Armee vertreibt die Franzosen aus Spanien. Bevor der französische Armeetross in den Schutz von Napoleons Marschall Soult gelangen kann, gerät er unbarmherzig unter Beschuss. Junge, weiter so. Wir haben sie verscheucht. Wie sind wir los? Zum Teufel sind die hin? Ich kann sie trommeln hören. Aber nicht aus welcher Richtung. Schützen mir nach! Hier rüber! Schnell! Beeilt euch! Das an! Der ganze verfluchte Haufen ist einfach durch! Ah! Sieh mal einer an, was haben wir denn da? Unsere schwer vermissten Freunde. Kommen Sie her! Na los, weiter vorwärts! Komm schon! Wo sind Sie so lange gewesen? Oben auf dem Gipfel, Sir, wie befohlen. Und Sie haben sich nicht gerührt? Wir hatten vor, uns in Bewegung zu setzen, sobald... Aber das haben Sie nicht. Wir waren bereit, Sir, aber... Ihr Befehl lautete, Sie aufzuhalten, Ihnen den Weg zu blockieren. Sie waren erledigt, Sie hätten sich ergeben. Wir hätten Hunderte von Gefangenen zurückgebracht. Seid ihr bestochen worden? Was erzählt er da? Haben Sie Geld bekommen, nichts zu tun? Das habe ich nicht, Sir. Wenn ich den Franzosen Geld abnehme, dann sicher nicht so. Wartet auf mich! Die haben sich bewusst rausgehalten. Tja, wissen Sie, tote Männer machen keine Beute. Weg da! Mach, dass du hier wegkommst! Die tapferen Soldaten des South Essex Regiments. Rufen Sie Ihre Männer zusammen, Sergeant. Wir kehren zum Lager zurück. Nein, Sir. Was haben Sie gesagt? Ich verweigere Ihren Befehl. Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie stehen im Dienst des Königs, Sergeant. Darauf kann ich verzichten! Ich war nicht mehr wert als die da. Das ist besser. Wie wir alle habe ich noch viel mehr zur Seite geschafft. Also keine Befehle mehr, Sharp. Major Sharp. Weder von Ihnen, Sharp, noch von irgendeinem anderen Scheißkerl. Hauen wir ab, ja? Ja! Jawohl! Man wird euch kriegen. Wir verschwinden dahin, wo uns keiner kriegt. Zu den wilden Kerlen in den Bergen. Die verkaufen uns Weiber, fressen uns Schnaps. Ja! Einen Scheiß auf den König und seinen Sold! Ja! Das ist eure letzte Chance! Ich glaube, es ist Ihre letzte Chance, sich uns anzuschließen. Sehen Sie sich Ihre Männer an, Sharp. Dieses ganze erbärmliche, dreckige Pack da. Sehen Sie sich mal dieses speichelleckende Hungergestell an. Sergeant Rod. Das waren Sie, Rod. Jetzt sind Sie Deserteur, Rod. Wenn die Militärpolizei ihn fängt, bekommt er 200 Peitschenhiebe. Und dann wird er gehängt.
sonst noch jemand? Gehen wir. Zum Teufel mit euch. Los, das nehmen wir uns. Stürzt ihr uns auf die Bäume. Macht das hier weg, kommt, verschwindet hier. Los, ab mit euch. Weg hier. Hast du nicht gehört? This ass'll say, the generals they thrive while the men rot away. They sit drinking fine liquor and brandy and all, whilst we to the front and like good soldiers fall. Ich hasse dieses Lied. Ach ja? Was stört dich daran? Es nimmt Partei für die Deserteure. Das ist nur ein Lied, Junge. Meinen Sie, die Regimentspolizei kriegt sie wirklich? Na ja, die meisten schnappen sie. Militärpolizisten sind Dreck. Na, hör mal, Skillycorn. Doch, doch, wirklich, das sind sie. Sie nehmen den Dieben die Beute ab. Das heißt, sie sind selbst nichts anderes als Diebe. Tja, Skillycorn, er sagt nicht viel, aber wenn er was sagt, hat's Hand und Fuß. Sing noch mal dieses Lied. Oh, Private Skillycorn, hark to his fame. The bravos all roar at the sound of his name. So come all you bald chickens and you guinea cock fowl. You'd best watch your feathers, Skillycorn's on the prowl. Das reicht jetzt, Leute. Ich höre unser Abendessen. Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind Offiziere der Militärpolizei. Und was behaupten Sie von sich zu sein? Scharfschützen. Die Hälfte Ihrer Ausrüstung ist französisch. Sie ist besser. Was soll das darstellen? Das ist ein siebenläufiges Salvengewehr. Von Mr. Nock in London hergestellt. Ich hab's ihm gegeben. Er ist der Einzige, der damit umgehen kann. Und Sie sind? Major Sharp, South Essex. Und Sie? Lieutenant Iris. Sir. Die Militärpolizei fängt Plünderer, hä? Ja, Sir. Richtige Arbeit. Besser als zu kämpfen. Soldat! Augenblick. Sind Sie nicht weg? Kommen Sie da raus! Bitte, Sir, bitte nicht! Sir, bitte lassen Sie mich! Skillycorn! Ist das einer Ihrer Männer? Ich werde ihn mir vornehmen, Lieutenant. Nein, das werden Sie nicht. Er wird hängen. Sir, es ist ein wildes Huhn. Sehen Sie doch nur, ein wildes Tier! Wild? Hören Sie, hier wohnt keiner mehr. Der Hof ist verlassen. Er ist ein Plünderer. Hängt ihn auf! Mich hängen? Nein, hören Sie, ich werde Ihnen verraten, wo diese Plünderer sind, bitte! Sie werden ihn nicht hängen, Lieutenant. Oh, doch. Und Sie werden dabei zusehen. Lassen Sie ihn gehen, Lieutenant. Sind Sie wahnsinnig? Ich sagte, Sie sollen ihn gehen lassen! Nehmen Sie Ihren Dieb, Major. Er hat meinen Huhn mitgenommen. Du dämlicher Hund, du! Er hätte mich nicht schlagen dürfen. Wenn er es nicht getan hätte, hätte ich's gemacht. Du hast ihn in die Scheiße geritten. Nimm dein Gewehr. Na los, nimm dein Gewehr. Du kannst von Glück sagen, wenn du deinen Hals rettest. Vorsicht, Vorsicht, immer langsam.
Richard Sharp. Major Monroe? Also, Sie erkundigen sich nicht danach, was ich getrieben habe, seit wir uns das letzte Mal trafen, weil es wie üblich ein Geheimnis ist. Und ich werde mich nicht erkundigen, was Sie getrieben haben, weil ich es bereits weiß. Sie sind arg in Schwierigkeiten, mein Junge. Wie schlimm ist es? Naja, ich könnte zwar sagen äußerst oder furchtbar, aber ich möchte nicht, dass Sie den Mut verlieren. Major Sharp, Sir! Seine Lordschaft erwartet Sie. Ich denke nicht daran, mich zu entschuldigen. Wenn es ein Befehl ist, machen Sie's. Sie werden katzbuckeln, sich winden und vor Lieutenant Iris zu Kreuze kriechen. Er schrie Zeta Mordio bei seinem Kommandeur und sein Kommandeur schrie Zeta Mordio bei seiner Lordschaft. Major Sharp. Sir. Haben Sie Lieutenant Iris mit einem Gewehr bedroht? Ja, Sir. Sie haben mir vor einigen Jahren das Leben gerettet. Zu meiner Freude, Sir. Ich würde nur ungern annehmen, dass Sie meine Gewogenheit deshalb ausnutzen. Niemals, Sir. Diese Beweise reichen, um Sie vors Kriegsgericht zu stellen. 4 der Anklagepunkte wurden mir zur Kenntnis gebracht. Soll ich einen weiteren hinzufügen? Wenn's beliebt, Sir. Oft beneide ich Napoleon. Oder nicht, Manuel? Sie irren sich. Er verliert, Sie gewinnen. Ungeachtet dessen verfügt ihr über die kaiserliche Garde und disziplinierte Soldaten. Ich habe den Abschaum der Welt. Sie kämpfen gut, Sir. Oh ja, die Betrinker und Sträflinge, die ich auspeitschen und zu Helden drillen ließ. Aber wenn die Schlacht vorbei ist, verwandeln sie sich wieder in Trunkenbolde, die vergewaltigen, plündern und davonlaufen. Nicht alles, Sir. Nein, ihre töten nur wilde Hühner. Und jetzt soll ich mit denen in Frankreich einmarschieren. Schön. Ich lasse die Straße von Militärpolizei säumen, um sie in Schach zu halten. Militärpolizei, Major Sharp, um sie für jeden Verstoß auf der Stelle zu hängen. Auch wenn sich jemand meiner Militärpolizei widersetzt oder schlimmer noch eine Waffe auf sie richten sollte. Entschuldigen Sie sich bei Lieutenant Iris. Sehr wohl, Sir. Er wartet. Schimpflich, Sharp. Überaus schimpflich. Alles, was ich zu sagen habe, und zwar besonders Ihnen, Sir, dem Kommandeur der Militärpolizei, ist, dass mein Verhalten völlig unentschuldbar war. Ich habe Iris' Autorität gefährdet und meine eigene überschritten. Ich bitte um Verzeihung. Ach, tatsächlich? Ja, Sir. Uneingeschränkt, Sir. Ich bedauere zutiefst daran, beteiligt gewesen zu sein, Sir. Wie dessen bin ich mir sicher, Lieutenant Iris auch. Das ist wahr, Sir. Ja, ich bedauere es. Aber was haben Sie dabei zu bedauern, Iris, hä? Es steckt mehr dahinter als man auf den ersten. Gentlemen, ich bin mir sicher, der Ehre ist jetzt Genüge getan. Fühlen Sie sich besser? Beschämend. Ich würde es nicht nochmal durchstehen. Sie hatten Glück, Mann. Seine Lordschaft war bereit, Sie in Stücke reißen zu lassen. Haben Sie das nicht bemerkt? War es ausreichend? Wofür? Frankreich. Wenn es losgeht, will ich dabei sein und nicht irgendwo festsitzen. Wie es dem Herrn gefällt. Dem da oben, nicht dem im Hauptquartier. Ich kann nicht beten. Gebadet im Blute des Lammes sollten Sie sein. Nicht nur im Blute der Franzosen. Wo sind wir hier? Hey, Sarge, wissen Sie, wo es lang geht? Sarge? Wissen Sie den Weg? Wo müssen wir jetzt lang, Sarge? Naja, solange wir tagsüber bei der Hitze die Sonne im Rücken behalten. Wir krepieren noch daran. Bewegen wir uns nach Norden. Halt den gefälligst an! Wieso, Sarge? Weil wir nicht wollen, dass man uns für Franzosen hält. Wer? Jeder, der uns über den Weg läuft. Aber wenn es die Militärpolizei ist, fliegen wir auf. Das stimmt. Ach was, bis hierher kommen die nicht. In Ordnung, Jungs, jetzt. Seid lieber still. Buenas tardes, amigos. Amigos ingleses. Sprechen Sie unsere Sprache? Sarge! Lasst eure Waffen fallen. Lasst sie fallen. Oh, gut. Lächeln. Amigo, hä? Sí, amigo.
Hören Sie, sagen Sie ihm, wir wollen was zu essen. Come, por favor, was zu essen? Und Wasser. Aqua. Ja, genau. El Casco. Oh mein Gott. Dorme, dorme, mio Patricio, que tu mamá ya va bien. Bitte, bitte, Leute, lasst mich. Ich hab nichts getan, ich hab nichts getan. Sie werden mich helfen. Bitte, helft mir doch. Was geht hier vor? Bitte! Sir! Ich verhafte diesen Mann wegen Plünderei. Weiß Major Sharp etwas das davon? Das geht Ihnen nichts an, Sergeant. Und Sie auch nicht. Schafft ihn weg! Nein! Nein, nicht, Jungs! Sie werden mich hängen! Nein, haben Sie das Recht dazu? Er hat geschlafen, Sarge! Wir müssen ihn zurückholen. Wo ist Major Sharp? Diesmal werden Sie ihn bestimmt hängen. Aber Sharp... Es geht um Mr. Sharp. Begreift ihr das nicht? Armer Skillicorn. Du meinst, sie tun es wirklich? Ich hab den Galgen gesehen. Das ist nichts für mein Baby. Er hat uns immer nur Scherereien gemacht. Das ist mein Nein! Tun Sie es nicht. Es geht mit denen nur recht. Ich bin ungern Zeuge willkürlich verhängter Todesstrafen. Sie war notwendig als abschreckendes Beispiel. Er hat ein Huhn gestohlen. Ob ein Huhn oder 10.000 Hühner, das Verbrechen ist dasselbe. In kurzer Zeit, Sir, werden Sie Ihre Armee nach Frankreich führen. Ich muss Sie wohl kaum daran erinnern... Das müssen Sie in der Tat nicht. Eine feindlich gesinnte Bevölkerung hat jede Rechtfertigung, sich zu empören. Ich verstehe, was Sie meinen. Das habe ich schon vor geraumer Zeit begriffen, auch ohne Ihre Hilfe. Ich nehme alles zurück, mein Lord. Ich sollte noch erwähnen, Sir, dass die Militärpolizei viele Deserteure gefasst hat. Eine beachtliche Zahl, 237 in der vergangenen Woche. 242. Gut. Bestrafung? Halten Sie sie bis auf Weiteres nur in Haft. Sehr wohl, mein Lord. Er würde meine ganze Armee aufknüpfen. Tja, nun, Sir. Er ist ein erbitterter Feind der Sünde. Wenn wir in Frankreich einmarschieren, Monroe, dann nur, um das Land von einem gottlosen Regime zu befreien. Daran glaube ich zutiefst. Ja, Sir, aber werden die Franzosen es glauben? Sobald sie erfahren, dass wir nicht gekommen sind, um zu vergewaltigen und zu plündern. Und wann wird das sein? Sir? Habt ihr das gesehen? Das sind ja Frauen. Doch jemand. Bess? Oh, Sir. Das ist meine Cousine, Mrs. Nugent. Wie um alles in der Welt kommst du hierher? Du meinst von Irland bis hierher? Auf einem Schiff wie sonst? Wir fanden einen Mann, der zeigte uns den Weg. Wo ist er nur hin? Und? Du weißt, wer das ist. Nicht wahr? Recht groß geworden, aber immer noch meine Kleine. Ellie? Cousin Arthur. Ihr kommt am besten hinein und erklärt mir euer Erscheinen. Lasst die Gewehre hier. Sie sind nicht geladen. Kümmern Sie sich um die Pferde.
Danke, Ma'am. Ich danke Ihnen. Weißt du, ich habe ihn noch niemals so schwitzen sehen. Der arme Kerl. Ich habe gar nicht auf ihn geachtet. Ich habe mir nur die junge Lady angesehen. Zauberhaft. Nehmen Sie diesen Stuhl, Miss. Danke. Und vielleicht etwas zu trinken? Eine Limonade, Ladies? Oh, das wäre ein Segen. Ich bin ausgedörrt. Und dann werden Sie wohl mit dem Krieg weitermachen wollen. Stecken Sie uns einfach in ein Zelt. Bess, weshalb bist du hier? Dada. Will. Mein Mann Will Nugent. Wir sind hier, um ihn zu finden. Er schrieb mir. Und du gabst ihm die Offiziersstelle. Oh, Vater hat sich so gefreut. Ich fürchte, ich bin mir nicht ganz... Vielleicht nach Madrid. Damals gab es sehr viele Veränderungen. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ihm wurde die Herstellung von Landkarten zugewiesen und, ja, ein rechter Künstler, unser Will. War er immer. Und jetzt? Wir denken, er ist vielleicht verloren gegangen. Wir sind im Krieg, Madam. Nicht getötet, nur verschollen. Wir erhielten einen Brief von ihm. Wie um alles in der Welt hat er das bewerkstelligt? Er erkundigt sich vor allem nach den Hunden, aber... Oh, aber was halten Sie davon? Hören Sie. Gerüchte über einen unermesslichen Schatz irgendwo in diesen Bergen. Typisch Vater. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt. Bess, was erwartest du jetzt von mir? Eine Suchmannschaft aufzustellen? Nun ja. Ich bin im Begriff, die Invasion Frankreichs anzuordnen. Das aufzuschieben, bis wir Will gefunden haben, wäre zwar reizvoll, dürfte aber in London auf Kritik stoßen. Du willst uns also nicht helfen? Cousin Arthur, es war eine lange Reise hierher. Und jetzt werdet ihr eine lange Rückreise antreten. Und zwar, sobald die Vorkehrungen dafür getroffen sind. Aber heute Abend sollt ihr meine Gäste sein. Oh, Ma, sieh dir mein Kleid an. Es ist völlig zerknittert. So kann ich es wirklich nicht tragen. Entschuldigen Sie bitte. Würden Sie das wohl in Ordnung bringen? Si, Signora. Ach, gib ihr die auch. Meine Unterröcke. Könnten Sie die auch noch nehmen? Por supuesto. Danke. Miss Nugent? Ja? Major Richard Sharp. Sind das Ihre Gewehre? Wir haben sie für Sie gereinigt. Oh, das war doch nicht nötig. Ich denke, das war es schon, Miss. Ich meine, es hatte keine Eile. Es sei denn, um auf Cousin Arthur zu schießen. Den General. Er wirft uns raus. Haben Sie die Reise allein gemacht? Bis auf einen Führer und eine Dienerin. Da bin ich froh, dass Sie die hatten. Es sind amerikanische. Genauer aus Pennsylvania. Es gibt keine besseren. Wenn Sie das sagen als Schütze? Ja, Miss. Ich sehe Sie nachher noch. Auf der Feier meines Cousins. Das bezweifle ich. Sind Sie im Dienst? Ich stehe augenblicklich nicht gerade in seiner Gunst. Ah, verstehe. Genau wie ich. Sie könnten als mein Begleiter kommen, Major Sharp, wollen Sie? Nun, ich... Wir könnten über Waffen reden. Ich bin hier, ich habe Wort gehalten. Also reden wir über Waffen. Wenn Sie wollen. Ich habe zwar nicht... Keine Sorge, meine Liebe, du wirst die Rückreise unter angemessenem Schutz antreten. Noch etwas Portwein. Ich kann keinen meiner Männer entbehren, mein Lord. Das brauchen Sie auch nicht. Ich schicke ältere Männer mit. Wie alt? Kurz vor dem Ruhestand, damit Sie unsere kleine Ellie nicht belästigen. Aber Miss Nugent, angenommen, Sie wären wirklich in Schwierigkeiten geraten. Sie hätte jeden davon gejagt. Mit dieser Yankee-Spielzeugflinte? Kunda nennen die Amerikaner es. Winzig kleine Kugel. Dafür sind Sie äußerst exakt. Ja. Wie gesagt. Sie hatten Glück, Ma'am. Zwei Frauen auf sich allein gestellt. Ihr hättet auf Franzosen stoßen können. Oder Guerilleros. Schlimmer noch, auf Wilde. Ich habe französische Soldaten gesehen, die sie lebendig an Türen genagelt hatten. Unsere Pferde sind sehr flink. Deren Pferde auch. Eine Lady auf der Jagd. Sie ist eine Lady. Deshalb benutzt sie die Waffe einer Lady. Und das ist ein scharfes Geschütz. Wie gefällt Ihnen das, Scharfschütze Major Sharp? Sie sind betrunken, Mr. Iris. Das sollten Sie inzwischen auch sein. Und ich bleibe bei Musket. Iris. Zu Hause in Irland gehe ich häufig jagen. Eine Lady auf der Jagd.
Gleichwohl, ich bin eine Lady Lieutenant. Welche Art von Wild? Vor allem Kaninchen. Kaninchen? Es gelingt mir jedes Mal, in den Kopf zu treffen. Wenn es nahe genug rankommt. Komm her, kleines Hoppelkaninchen, guck in den Lauf. Jedes Mal. Es ist wahr. Aus 100 Yard Entfernung. Sie verfehlt nie. Seien Sie lieber vorsichtig, Mr. Iris. Das riecht mir nach einer Wette. Ja, eine Wette! Sie soll gut sein, streng dich an. Ist er wirklich Ihr bester Mann? Oh, das ist er gewiss. Dieser Mann könnte Ihnen einen Pickel von der Nase schießen, ohne die Haut anzukratzen. Wer nimmt die Wetten an? Sie vielleicht, Sir? Ganz gewiss nicht. Das ist ein sündhaftes Glücksspiel, an dem ich mich nicht beteilige. Ich stelle nur sicher, dass es gerecht zugeht. Es ist nur sündhaft, Sir, wenn man verliert. Ich nehme die Wetten entgegen. Ah, gut gesagt. Ich setze 2 Schilling, Harper. Schreib 2 Schilling nicht auf. Für mich tragen Sie 20 Guinea ein. Oh, Miss Nugent, um den gestrigen Abend wieder gut zu machen, ich war ein wenig schroff, setze ich 50 Guinea auf Sie. Oh, 50 Sergeant, Guinea, 50 auf das Mädchen. 50. Sollen Sie haben. Wie steht's mit Ihnen, Major? Setzen Sie ebenso viel wie ich? Ich setze 2. Nein. So ist's recht, mein Junge. Geben Sie Ihnen ein Beispiel. Dann steht's Ihnen frei zu schießen. Kommen Sie, Major, anstelle dieser schmuddeligen Kreatur. Beweisen Sie sich. Oh, das ist eine Herausforderung. Ich setze 10 Guinea auf das Mädchen. Es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern wer verliert, nicht wahr, Major? Viel Glück. Gegen den Besten antreten. Der Beste gegen die Beste. Ich hoffe, du bist so gewascht. Wasch dich erst. Lass dir nichts erzählen. Wechsel der Wettkämpfer. Nehmen Sie Ihre Position ein. Ich lege mich gern flach hin. Mann, sieh sich die nur einer an. Auf Sharp. Zehn Schuss für jeden. Feuern Sie, wenn Sie soweit sind. Die Zielscheiben stehen in einer Entfernung von 100 Yard. Miss Nugent, Treffer auf 4 Uhr. Gott schütze Irland. Major Sharp, Treffer auf 2. Das dürfte reichen. Sie vergessen es. Warten Sie nur. Das war der erste Schuss. Warten Sie ab. Miss Nugent, ins Schwarze getroffen. Hervorragend. Die Wette gewinnen wir. Er ist nicht geschafft. Dachte, ich hätte 100 setzen sollen. Noch nehme ich Wetten an, Sir. Gut, ich erhöhe auf 100. Und schon sind 100 für Sie notiert, Sir. Major, Mitte 4. Miss Nugent, ein weiterer Treffer. Miss Nugent, wieder mitten ins Schwarze. Ah, wenn Cousin Arthur davon hört, wird er dich in seine Armee haben wollen. Sei still, Ma! Major Sharp, ebenfalls ins Schwarze. Miss Nugent, Treffer auf 7. Major, Treffer ins Schwarze. Major Sharp, ins Schwarze. Miss Nugent, Treffer 10 Uhr.
Es folgt der 9. Schuss. Miss Nugent, ins Schwarze. Major, ein Treffer. Letzter Schuss. Noch steht es unentschieden. Miss Nugent, ins Schwarze. Nein, nein. Nein, nicht ganz. Treffer bei 9 Uhr. Major Sharp? Verfehlt. Bravo! Verfehlt, ich hab daneben geschossen. Oh, Scheiße. Du meine Güte, Oje. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, Pech gehabt, Sir. Wagen Sie noch einen Schuss? Heute ist wohl mein Glückstag. Oh, gut gemacht, Eli. Ein großartiger Kampf. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die haben Sie vergessen. Hören Sie, Miss Nugent. Eli. Also los, schießen Sie. Was soll das heißen? Sie hat gewonnen, so wie steht fest. Ich hab keine Ahnung. Er schießt noch mal. Alter, Augenblick mal. Alle Wetten gelten weiter. Auf Miss Nugents Ersuchen feuert Major Sharp noch einmal. Treffer, mitten ins Schwarze. Damit ist der Wettkampf entschieden. Oh, das tut mir leid, Lieutenant. Ihre 100 Guinee. Wo sollen wir damit hin, Corporal? Da drüben rüber. Macht Platz da, na los. Macht schon. Ein bisschen schneller. Schafft sie darüber, sofort. Er ist ganz verrückt, danach zu trinken. Gut, mein Schatz. Er schlingt es runter wie ein Kesselflicker in seinen besten Tagen. Hab ich recht? Möchten Sie ihn gern mal halten? Oh ja, schrecklich gern. Oh, er ist hinreißend. Das ist nicht einfach irgend so ein Baby, Ma'am. Der Junge kann 5 Sprachen verstehen und täglich 50 Meilen marschieren. Er kann wilde Bestien erdrosseln und mit einer Hand die schönsten Melodien auf dem Signal haben. Harris! Ich denke, so wie er ist, ist er entzückend. Darf ich? Was ist denn los? Keine Ahnung. Hat das vielleicht etwas mit der großen Offensive zu tun? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Stillgestanden! Na je, hat der einen komischen Hut auf? Es geht um das, was darunter steckt. Irgendeine Ahnung, wer das ist? Man nennt ihn El Casco. Gerüchten zufolge handelt es sich um... Ich habe Gerüchten noch nie viel Glauben geschenkt. In diesem Land haben Gerüchte immer recht. Ich sagte ihm, Sie kennen seinen Ruf als mächtiger Partisanenführer und wissen, wie sehr die Franzosen ihn fürchten. Und zwar so, dass sie sein Territorium nicht betreten. K.
che temen tanto che no entran en su territorio? Wo genau liegt sein Gebiet? Wo? Qual es exactamente su territorio? Donde? Lejos. En las montañas. Tief in den Bergen. Mehr will er nicht sagen, Sir. Yo no mato ingleses. Ich töte keine Engländer. Nun, das ist ein Trost. Nicht für die Schotten. Solo los capturo, cuando huyen de usted. Er nimmt unsere Männer, wenn sie weglaufen. Ich glaube, er meint Deserteure. Ah, wie viele? ¿Cuántos? 52. 52. Und? Was schlägt er vor? Wird er sie übergeben? Das nehme ich nicht an. Das wäre zu einfach. ¿Qué propone? Se los entregaré a cambio de armas. Er will sie gegen Waffen eintauschen. Das dachte ich mir bereits. Baker Rifles. Wissen Sie, was Baker-Gewehre sind? Sie werden von meinen Schützenregimentern benutzt, im Baker-Gewehre. Baker-Gewehre. Wie viele? 50. Er sagt 50, Sir. Das hieße etwa eine Waffe pro Deserteur. Wären Sie damit einverstanden? Oh ja. Ich kann die Waffen entbehren. Und es wird diesen Burschen helfen, die Franzosen zu schädigen. Schädigen? Ihnen entgeht keiner, Mono. Im Übrigen will ich diese Deserteure haben. Sein Brustharnisch muss mindestens 3 Jahrhunderte alt sein. Er muss ein Museum geplündert haben. Treffen Sie die Vorkehrungen, Monroe. Major Sharp, Sir? Was gibt's? Empfehlung seiner Lordschaft, Sir. Würden Sie unverzüglich bei ihm erscheinen? Ist das ein Befehl, Sir? Selbstverständlich. Haben Sie etwas dagegen einzuwenden? Ich hatte gehofft, mein jetziges Kommando für die Invasion Frankreichs zu behalten, Sir. Oh, empörend. Sie wollen sich etwas aussuchen? Nein, Sir. Nur meine Pflicht tun, Sir. Die, wie ich Ihnen gerade beschrieb, darin besteht, Gewehre gegen Deserteure einzutauschen. Verstanden? Ja, Sir. Wo soll das stattfinden, Sir? Das wissen wir noch nicht genau. Das wird geheim ausgearbeitet werden. Schritt für Schritt. Dieser, wie gleich Casco. Hm? Falls er die Deserteure herausgeben sollte, was dann? Wir kümmern uns um Sie, Sir. Oh nein. Oh nein, das werden Sie nicht. Das ist Aufgabe meiner Militärpolizei unter einem meiner Offiziere. Auch schon ein Vorschlag, wer das sein sollte, Sir? Was, Sir? Hört er da draußen bereits zu, Sir? Kommen Sie rein! Sir? If anybody wants to know my name it is Young Johnson. I have me orders from the king to court all the girls that are handsome. To court them all, both old and young. Ich habe meine Männer nicht mitgebracht. Sie werden wohl nicht gebraucht. Sie haben hier keine Aufgaben, Mr. Iris. Sind Sie bald fertig? Das entscheide ich. Macht weiter, Leute. Warum starren Sie mich so an? Sie haben einen von Ihnen gehängt, Mr. Iris. Sie könnten es wieder tun. Man muss Sie im Auge behalten. Kann ich Sie sprechen? Wir beide werden die einzigen Offiziere sein. Es darf keine Feindschaft zwischen uns geben. Ach, wirklich nicht? Ach, es ist schwierig, mit Ihnen zu reden. Es ist ganz leicht. Fangen Sie einfach so an. Major Sharp, ich glaube, Sie sind ungebildet, ein unehrliches Kind und versehrt überall. Aber ich vergebe Ihnen. Mein Vater ist reich und verschaffte mir einen Posten bei den Drückebergern. Oh, Verzeihung, bei der Militärpolizei. Deshalb bin ich ein netter Mensch. Man sagt, Sie hätten Wellington das Leben gerettet. Sagt man das? Sie müssen es ja nicht glauben. Und einen französischen Adler erobert. Das müssen Sie ebenso wenig glauben. Ist es nicht wahr?
Wir begeben uns in ein gefährliches Gebiet, Mr. Iris. Ein Pferd kann ausrutschen und von der Klippe stürzen, wenn Sie... Lassen Sie mich los! Gehen Sie und beschweren Sie sich wieder. Major Sharp, ich bot Ihnen meine Hand. Wir sollten Vergangenes hinter uns lassen. Guten Willens aufbrechen, uns bereitwillig von unseren Freunden trennen. Und von Ellie. Ellie? Haben Sie sie schon rumgekriegt? Den Mann, den Sie hängten. Den Mann, der das Huhn gestohlen hatte. Bestrafte ich selbst. Und zwar so. Das hätte genug für ihn sein sollen. Ist das genug für Sie? Dann reiche ich Ihnen meine Hand. Genau wie Sie es wollten. Geschickt. Wirklich ziemlich geschickt. Fabelhaft gelöst. Was meinst du? Ist das nicht eine Schönheit? Siehst du? Fast so schön wie ich. Ma, sieh dir das an. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie, was geht hier vor? Das ist eine Art Geheimnis, Ma'am. Haben Sie Befehl erhalten? Sergeant, vielleicht können Sie mir helfen. Wohin gehen Sie? Sind Sie befugt, uns das zu sagen? Über die Berge. Tatsache ist, dass wir es selbst noch nicht wissen, Ma'am. Oh, Major Sharp. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Sonst drückt doch niemand aus. Ist es nur... Nur wir. Eine Art Sondereinsatz, ganz plötzlich. In die Berge? Hören Sie, Mrs. Nugent, ich darf wirklich nicht mit Ihnen darüber reden. Aber ich wollte doch nur... Wie auch immer, ich glaube, Sie werden weg sein, wenn wir zurückkommen. Vielleicht sehen Sie, wenn ich weg bin, mal bei Ramona und dem Kind rein. Ja, das machen wir. Nicht wahr, Ma? Ma! Wenn ich Sie hier nicht finde... Kommen Sie dann nach Irland und suchen mich dort. Sorg dich nicht um mich. Komm nur zurück. Aber angenommen, die Franzosen würden es wagen. Was? Dadurch einen Gegenangriff? Unmöglich. Marschall Soult ist ein mutiger, hervorragender Offizier. Er würde... Sie dürfen da aber nicht reingehen. Würden Sie wohl die Hände von mir nehmen? Madam! Dir bedeutet Blut wohl gar nichts. Blut? Um Gottes Willen, ich bin deine Blutsverwandte. Ich habe mich dir auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Ich flehe um deine Hilfe. Und du platzt hier herein, während du ich... Du stehst eine ganze Expedition zusammen, um die Berge zu erkundschaften, ohne mir ein Wort zu sagen. Expedition? Da draußen, Major Sharp, ist bereits im Aufbruch. Augenblick, Bess, das hat nicht im geringsten etwas mit deinem... Du machst dir vielleicht keine Sorgen um Willie Nugent, aber mein Mann ist ein feiner Kerl und er hat es verdient, dass wir uns für ihn einsetzen. Bitte beruhige dich. Es gibt, weiß Gott, genug schwarze Schafe in unserer Familie, um ein Feld zu füllen. Die Huren und Schwindeln. Aber Will ist keiner von ihnen. Und was deine Frau Kitty und ihre Sippschaft angeht. Bess, worauf willst du hinaus? Lass mich mitgehen, um ihn zu suchen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst morgen von hier fortgebracht, in die entgegengesetzte Richtung. Und du wirst tun, was man dir sagt. Begleiten Sie diese Lady hinaus. Er ist ziemlich still. Was? Ihr Freund, Lieutenant Iris, er ist ziemlich still. Naja, ich musste ihm eben nur ein paar Sachen erklären. Oh, richtig. Es gibt nichts, was so zur Verständigung beiträgt wie ein paar kleine Erklärungen. Ich weiß noch, wie ich einmal einem Kerl in Ballyshannon was erklären musste. Wissen Sie, ich hätte ihn fast totgeschlagen. Sir! Sir! Wir werden verfolgt. Ungefähr eine Meile hinter uns. Franzosen? Das konnte ich nicht ausmachen. Schützen! Fertig machen zum Gefecht! In Deckung! Schnell! Den Wagen!
Gott, das sind die beiden. Die Frauen. Scharfschützen. Unglaublich. Hört euch. Rühren. Major Sharp, wir schließen uns Ihnen an. Aber ich dachte, Lord Wellington hätte... Ich habe ihn überredet. Sie können nicht einfach... Ich brauche einen schriftlichen Befehl. Oh, wir haben einen. Aha. Ich müsste ihn sehen. Natürlich. Du hast ihn, Ellie. Nein, du hast ihn. Ich habe gesehen, dass du ihn eingesteckt hast. Glaube ich. Augenblick, Em. Nur ein... Oh nein. Ich glaube, ich habe ihn im Zelt liegen lassen. Es tut mir leid. Das hätten Sie nicht tun sollen. Wir fallen Ihnen nicht zur Last. Es wird gefährlich. Wir können selbst auf uns aufpassen. Ja. Aber es gibt Gefahr, der man sich stellen kann. Und Gefahr ganz anderer Art. Ich habe sie ein-, zweimal gerochen. Sie ist widerlich, ekelhaft und sie ist nicht von dieser Welt. Sergeant Harper ist ein frommer Mann. Er hätte ein Wort dafür. Sie meinen das Böse? Etwas Unrechtes. Sie wollen uns nur Angst einjagen. Aber das gelingt Ihnen nicht. Wir reiten auch allein, wenn es sein muss. Ellie. Wir werden Vater finden. When first I deserted, I thought myself free. The bravas, they caught me, and hanged I shall be. So take heed of my fate, lest yourself you might see. Now the king's duty lies heavy on me. Miss Nugent, verzeihen Sie meine Neugier. Ich würde gern etwas über die Dubliner Gesellschaft erfahren. Er will wissen, ob wir wirklich dazugehören, Ma. Ja, das tun wir, wie es nun einmal ist. Wir sind Engländer, nicht ganz das Wahre. Im Gegensatz zu dem Sergeant, er ist ein echter Ire. Ja, ich bin ein echter Paddy, das ist wahr. Einer, der von einem irischen Irland träumt. Frei von äußeren Einflüssen. Danke, Sergeant. Aber ich fürchte, es braucht einen Krieg, um einen Mann wieder zur Besinnung zu bringen. Wissen Sie, eigentlich müsste ich mich zu Hause um den Kohl kümmern. Das reicht jetzt. Vergessen Sie die Gesellschaft. Behalten Sie lieber die Franzosen im Auge. Was soll das heißen? Sehen Sie mal nach links. Ja, da sind sie. Es sind nur drei. Nein, vier. Halten Sie sich bereit. Und seien Sie still. Und wir gehen vor zu diesen Bäumen. Ich sagte still, Iris. Da kommen Sie! Zieht euch zurück! Los, Junge! In Stellung bringen! Darüber! Darüber! Sie zurück, Lady! Keine Angst! Verletzt.
Mein Gott, das haben Sie gut gemacht. Sie hat mich gerettet. Ein sauberer Schuss. Er ist so jung. Noch ein halbes Kind. Das sind Sie alle. Zwangsrekrutiert und schlecht ausgebildet. Cooper ist verletzt. Es sieht nicht allzu schlimm aus. Würden Sie ihn sich mal ansehen, Ma'am? Sie wissen ja, die heilende Hand der Frau. Wie steht's mit Ihnen, Mr. Harper? Mir geht's gut. Das ist nur ein Kratzer. Verdammt. Na, Mr. Iris, wie sollen wir das melden? Als taktisch geschickte Abwehr oder heldenhaften Einsatz? Ich bin nicht sehr erfahren. Erste Regel. Sorge stets dafür, dass ein Mädchen zwischen dir und dem Feind steht. Er ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Das habe ich noch nie getan. Nichts zu sehen. Unsinn. Sie sind abgezogen. Stell dich nicht an. Eine kleine Schurfwunde. Wo ist Ellie? Da drüben. Bring sie hier rüber. Ellie. Du hast dich bewiesen. Eine Frau beweist sich, wenn sie ein Kind bekommt, indem sie neues Leben schenkt. Ja, ich weiß. Aber wenn sie Leben nimmt, ist das Unrecht. Verstehst du? Es ist nicht recht. Oh Gott. Major Sharp, ich muss etwas klarstellen. Ich halte es für meine Pflicht, mich... Ja? ...zu vergewissern, dass wir in die richtige Richtung reiten. Tun wir. Ist das alles? Ja. Ich habe dich mit Major Sharp gesehen. Ach ja? Die Frage ist, ob du ihn heiraten würdest. Ach, Ma, es war nicht so wie... Ich habe ihn in diesem Augenblick einfach gebraucht. Mehr als deine Mutter? Ja. Vorwärts. Treib die Pferde an. Gleich oben. Weiter, Leute. Vorwärts. Ist etwa 5 oder 6 Meilen entfernt. Sieht aus wie ein Turm. Iris, sorgen Sie dafür, dass Ihre verfluchten Männer uns helfen. Dasselbe gilt auch für Sie. Ist der Wachturm. Sehen Sie, mal da drüben, Sir. Gab's Schwierigkeiten, Sharp? Wir haben ein paar Franzosen getroffen. Das habe ich gesehen. Ich habe auch diese Ladies gesehen. Ich erhielt von meinem Cousin die Erlaubnis. Ah ja, nicht solange ich dort war. Danach. Seine Lordschaft scheint sich zunehmend leichter überreden zu lassen. Mhm. Also bereiten wir uns jetzt auf unsere Gäste vor. Mrs. Nugent, ich wünschte mir aus tiefstem Herzen, Sie wären nicht hier. Und
und auch Sie nicht, Ellie. Ich bin hier, um meinen Mann zu suchen. Eine Nadel in einem Heuhaufen, Ma'am. Und das Heu ist völlig verfault. Ich habe versucht, es ihm klarzumachen. Schön. Ich habe noch mehr herausgefunden. Es gibt viele Arten von Partisanen, die wir uns zunutze machen. Doch jetzt zu diesen. Da draußen in ihren Bergen haben sie keinen Gott. Sie haben etwas anderes. Sind es Heiden? Ah. Man erzählt sich Folgendes. Es gab hier einmal einen Schiffbruch vor langer, langer Zeit. Eine Galeone, die Schätze aus Mexiko zum König von Spanien bringen sollte. Nicht nur Gold, sondern auch Götzen, die er sehen wollte. Selbst die Wilden aus diesem furchtbaren Land. Schätze. Ah, das weckt Ihr Interesse, Herr Junge. Vielleicht ist er noch da. Noch hat ihn niemand gefunden. Will hat auch davon gehört. Sie sagten, ein furchtbares Land. Die Azteken Mexikos waren hochzivilisiert und ganz und gar böse. Wie ist das möglich? Ihre Religion beruhte auf dem Menschenopfer. Sie schnitten den Gefangenen bei lebendigem Leib das Herz heraus. Das genügt, Mann. Tausenden gleichzeitig, oder sie zogen ihnen die Haut ab. Ich sagte, das genügt. Sie hatten sogar einen Gott des Abhäutens. Chiepe Totec, der gehäutete Gott. Weiden Sie sich nicht noch darin, Iris. Ich stieß während meines Studiums darauf. Recht amüsant. Major Monroe, Sie wollten doch damit nicht sagen, hier existiert so etwas nicht. Ach wo. Gut. Vielleicht kehrt ein Hauch davon in närrischem Treiben wieder. Die Leute hier sind Bauern. Und das ist alles? Ich werde vielleicht ein paar tapfere Missionare zu Ihnen schicken, wenn ich Zeit habe. Er kommt jetzt rauf, Sir. Danke, Sergeant. Hm? Gehen Sie außer Sichtweite, Ladies. Bitte bleiben Sie beim Sergeant. Nein, ich will diesen Kerl. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Und versuchen ihn auszufahren. Ob er da mal begegnet ist. Ich bestehe darauf. Er ist allein. Buenas noches, Señor. Ist hier Tierne Los Rifles? Dentro de los días haremos el cambio. Der Austausch findet in 2 Tagen statt. Wir werden da sein. Fragen Sie ihn bitte. Still. Señor. Señor. Por favor. Perdóneme. Haben Sie meinen Mann gesehen? Un inglés. Capitano Will Nugent. Un mensaje francés. El mensajero se lo trae a usted. Was ist das? Eine französische Eilbotschaft. Sie müssen den Kurier abgefangen haben, das tun Sie mitunter. Oh mein Gott, sie ist von Soult. Marshal Soult? Pläne für eine Gegenoffensive. Milord muss das sehen. Ich brauche ein Pferd! Ich glaube, er sagte etwas von einem Kurier. Ellie, was ist das? Irgendetwas, das aus Haut gemacht ist?
zum Teufel, ich bin völlig durchnässt. Verdammt, hier drin ist es genauso nass. Ich danke Ihnen, Sergeant. Nicht nötig. Alles inbegriffen, Ma'am. Die Pferde hier rein. Nehmt die Lasten runter und deckt alles ab. Was davon noch da ist. Geht's Ihnen gut, Ma'am? Ich denke schon. Wo sind wir hier? Oh, das ist ein Gotteshaus, Ma'am. Aber er hat sich nicht allzu gut darum gekümmert in letzter Zeit. Nein. Nein, geh nicht. Bleib hier. El Casco. Ich will jetzt nicht über ihn nachdenken. Nur über dich. Was ist mit mir? Hast du irgendwo eine Frau? Ich hatte eine. Sie wurde erschossen. Das tut mir leid. Ich hasse dieses Land. Na los, auf mit euch, ihr faulen Kerle! Na los, auf! My Lord. Monroe, ich dachte, Sie wären weit weg. Ich glaube, Sie sollten sich das ansehen. Marschall Soult. Ich hatte also recht. Mein Gott und ob. Kolonne anhalten. Kolonne, halt! Ich habe ihn unterschätzt. Kolonne, er ist schneller, halt, als ich dachte. Der Mann ist ein Genie. Das glaube ich nicht. Wir können nicht zwei Genies auf der Halbinsel haben. Nein, Sir. Dennoch hätte er mich in die Irre geführt, und zwar gewaltig. Generalstabstreffen in 10 Minuten. Servus, Sir. Blut beschmiert. Tja, also, der Kurier musste wohl nachgeben. Buenos dias, señores. Wir haben alles hier, wie versprochen. Haben Sie die englischen Soldaten mit? Harris, können Sie helfen? Ich versuch's, Sir. Donde están los soldados ingleses? Aquí están. Er sagt, Sie sind hier, Sir. Ich will Sie sehen.
Träger los. Todo bien. Venga, por aquí, con prisa. Vamos, rápido, pa'lante. No os paréis. Ten cuidado, rápido. Correcto. Cuidado, rápido. Vale, paramos aquí. Quieto, no os mováis. Hört zu, Männer. Ich bin Major Sharp, South Essex Regiment. Ich hole euch ab. Ihr geht wieder zurück. Aber Major Sharp, Sir, Sie kennen mich doch. Oh ja. Ich hab dich nicht vergessen. Ja, Sir. Mein Name ist Rod, Sir. Sergeant Rod hieß das mal. Bitte, Sir, lassen Sie ihn nicht... Ich sagte bereits, ich führe den Befehl. Lieutenant Iris, tun Sie Ihre Pflicht. Schaffen Sie diesen Pöbel hier weg. Na komm schon, bewegt euch! Los, los! Sergeant, die Gewehre. Los! Der etwa auch? Das soll uns gleich sein, Pat. Ich glaube, wir sind fertig, Senor. Gehen Sie jetzt, Senor. Esto es el parte del botín. Yo no lo quiero. Er sagt, das braucht er nicht. Das gehört uns, Sir. Sie haben uns alles abgenommen, etwa nicht? Das ist demnach eure Beute, ja? Nehmen Sie mir die ab, Sir. Besser nicht. Setzt euch hin. Erst wollen wir Wasser. Ja, hinsetzen. Wasser. Hinsetzen. Seid still. Ich hab Ruhe. Wasser. Bitte geben Sie uns Wasser. Ich hab Ruhe. Geben Sie mir bitte. Sie haben uns ausgehungert. Sie haben uns geschnappt, immer ein paar auf einmal. Wir haben uns schon gedacht, dass sie uns austauschen würden. Wenn sie uns nicht umgebracht haben, verstehen Sie das? Dann hat also König George eure Haut gerettet. Was? Wieso sagen Sie das? Ach, das sagt man eben so. Ah, ja, natürlich, ja. Wurde jemand getötet? Wir haben den Franzosen gefangen. Er war Kurier. Was geschah mit ihm? Ich weiß nicht. Sie haben ihn weggebracht. Sie sollen sich irgendwo verschanzen. Oben in den Bergen. In Höhlen, habe ich gehört. Sie haben Angst zu reden. Das ist kein Wunder. Tja. Aber jetzt sind Sie in Sicherheit. Wer weiß. Mrs. Nugent, wir brechen auf. Du auch, Ellie. Hey, kriege ich einen Krümel Tabak? Sonst noch was, Sir? Nein, das reicht mir. Nur für ein Pfeifchen, um in Schwung zu kommen. Zeigen Sie mal her. Tabak. Ma! Ma, es ist Dadas. Ich habe sie ihm selbst geschenkt. Wo haben Sie die her? Ich habe sie gefunden. Wo? Keine Ahnung. Vor Wochen, irgendwo auf der Straße. Die muss jemand verloren haben. Ich habe sie jedenfalls nicht gestohlen. Sie gehört Dada. Wo war diese Straße? Irgendwo in der Richtung. Ich dachte gerade, wenn ich es ans Meer schaffe, kaufe ich vielleicht ein Boot. Um nach Hause zu kommen. Wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben, erinnere ich mich vielleicht. Es fällt mir schon wieder ein. Er würde alles sagen.
Das ist ein Beweis. Eine alte Pfeife. Das hat mein Vater eingeritzt. Ich habe es gesehen. Aber wir brechen jetzt auf, also packen Sie Ihre Sachen zusammen. Und zwar beide. Ellie! Tragen Sie die Verantwortung, Mr. Iris. Antreten lassen. Auf die Beine, ihr Abschaum! Los, Sohn! Oh. Nehmt euch zusammen! Poor old soldier, poor old soldier. If ever I list for a soldier again, devil shall be, Miss Sergeant. Perkins? Sir? Schnell helfen Sie den Ladies. Sehen Sie nach Ihren Pferden. Ja, Sir. Mrs. Nugent, Miss Nugent, es wird Zeit aufzubrechen. Wo sind Sie? Nein, nein. Sir, ich finde sie nicht. Ich glaube, sie sind weg. Verdammt. Verschwunden, ohne was zu sagen. Sie müssen verrückt sein, einfach allein loszuziehen. Was machen wir jetzt? Hier oben sind wir fertig. Diese Männer gehen wie geplant zurück ins Lager. Das übernehmen Sie, Lieutenant. Gut, Sir. Und suchen Sie dann nach ihnen? Um Gottes Willen, ja! Diese verflixten Frauen sind wirklich nicht ganz bei Trost. Mit Ihnen, Mr. Iris? Meine Männer sind harte Burschen. Sie werden damit fertig. Die verirrten Verwandten seiner Lordschaft zu finden, ist vorderste Pflicht. Gehen wir. Haben Sie was gefunden, Hackman? Nichts, Sir. Der Boden ist zu hart, um Spuren zu hinterlassen. Nichts, Sir. Ich habe alles gründlich abgesucht. Mist. Es geht Ihnen doch nur um das Mädchen. Mr. Iris. Erzählen Sie mir nicht, Sie würden die alte Anstandsdame suchen. Nehmen Sie sich in Acht. Wie oft haben Sie sie umgepflügt? Hören Sie, ich könnte beschließen, keine Verwendung für Sie zu haben. Pferde. Männer. Ich würde sagen Franzosen. Was ist das? Das ist derselbe Haufen. Diesmal überraschen wir Sie. Cooper, Harris, Perkins. Angriff! Angriff!
Hat Büsche zum Aussuchen. Muss er ausgerechnet in meinen Pissen? Sie hätten ihn erwischen müssen, Cooper. Major? Das ist keiner von Ihnen. Das ist ein Partisan. Hier, er hat was aufgeschrieben. Ein Tagesbericht von Lieutenant Jean-Luc Barbier. Unser Gefangener hat sich seinen Wunden ergeben. Kein sehr gutes Französisch. Ist das alles? Nein, hier steht noch was. Es scheint was über Azteken zu sein. Lassen Sie mich sehen. Aber er gestand vieles. Ich will sie nicht Guerilleros nennen, denn es sind Wilde. Sie verharren in dem Glauben, dass sie vom alten Volk der Azteken in Mexiko abstammen, um so ihre grausame Barbarei zu entschuldigen. Lassen Sie es uns hören. Sie leben in geheimen Höhlen. Dort beten Sie den Tod an. Heilige Mutter Gottes. Ihr Anführer heißt El Casco. Nun, nichtgläubige, gottlose Engländer machen Geschäfte mit ihm, versorgen ihn mit Waffen. Was haben wir getan, Sir? Hören Sie weiter. Ich habe vor, dieses Nest der Wilden zu finden und es endgültig zu zerstören. Ach ja? Mit wie viel tausend Mann? Streitlustiger Anfänger, hm? Er hat die richtige Einstellung. Jean-Luc Barbier. Eine Handschrift wie ein kleiner Junge. Ich hatte ihn fast erstochen. Warum fragst du sie nicht? Ach, na. Hier würde er sich wohlfühlen. Wie meinst du das? Wenn wir zu Hause wären, würde er anhalten, um zu malen oder zu zeichnen. Armer Will. Wieso arm? Er ist am Leben. Ich weiß, dass er lebt. Ihr Männer habt hinreichend gegen das Armeegesetz verstoßen, um euch vors Kriegsgericht zu stellen und erschießen zu lassen, wie es der Marschall der Militärpolizei mit Recht verlangte. Wie auch immer, in wenigen Wochen dringe ich in das Herz des Feindlandes ein. Ich brauche jeden Mann, der mir folgen und für mich kämpfen will. Seid ihr solche Männer? Ja! Geht wieder in eure Regimenter, tragt eure neuen roten Röcke mit Stolz. Ich erwarte euch im Land von Napoleon Bonaparte. Also? Es ist wahr, Sir. Und Sharp hat ihre Verfolgung aufgenommen. Diese verdammten Frauen. Ich wusste es. Was jetzt? Stellen wir eine Suchmannschaft auf? Überlassen wir das Sharp.
Absteigen, Mr. Iris. Was ist passiert? Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt, das ist passiert, also steigen Sie ab, Sir. Aber das ist mein Pferd, ich habe einen Anspruch. Ich lasse nicht zu, dass Sie reiten, während bessere Männer an dieser Hitze leiden. Laufen wir nicht ständig im Kreis? Nein. Dann haben wir uns also nur verirrt. Gewehrschüsse. Baker-Gewehre. Das war Geschützfeuer, weit entfernt. Wir hätten das nicht tun sollen. Möchtest du umkehren? Umkehren wie? Ein paar störrische Närrinnen, wir sollten nicht hier sein. Doch, das sollten wir. Genau an dieser Stelle. Oh, Ma. Jetzt müssen wir weiterreiten. Natürlich. An diesem Flussbett bleiben. Wo wäre begeistert davon, weil es so malerisch ist, verstehst du? Ma. Was hast du? Oh. Wer ist da? Was wollen Sie? Hast du geladen? Ja. Los! Geht mir aus dem Weg, wenn da hier drin geht. Ah! Oh, Ma! 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 Oh, nein, Ma! 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 Oh, nein! Sind das? Vier. Fünf? Mir ist aber nicht danach zu zählen. Ich möchte nicht schlau erscheinen. Sprechen Sie, wenn Sie es für richtig halten. Wer immer Sie sind, ich glaube, Sie werden geopfert. Thank you.
haben dich überall gesucht. Uizivopli, der Gott des Krieges, Tezcatlipoca, der Gott, der Vater. Der gehäutete Vater! Vater, wer bin ich? Du weißt, wer ich bin! Ich möchte mich hergeben. Das Gesicht kenne ich doch. Ja, ich auch. Sie haben gegen mich gekämpft, Monsieur, und sind weggerannt. Oui, je le regrette. Mais ich möchte Ihr Gefangener sein, bitte. Sie haben meine Männer getötet. Wer? Die Partisanen? Oui, le guerilla. Et puis, Sie haben ihnen das Erz herausgeschnitten. Le cœur. Ihre Herzen. Sie haben auch une femme anglaise. Jeanne. Ellie. Was haben Sie ihr angetan? Bringen Sie mich zu ihr. Sofort. Nicht. Na los. Mars tot. Sie haben sie erschossen. Monsieur, jetzt werden Sie Ihre Ehre wiederherstellen. Pour la gloire. Sie befehligen zwei Kompanien der französischen Infanterie zum Angriff. Zwei? Wo sind sie? Das ist nicht Ihr Ernst, Monsieur. Sie führen ein Ablenkungsmanöver durch. Ablenkungsmanöver. Sie brüllen Befehle, genau wie meine Männer, und feuern Gewehrschüsse ab. Jeder. Um sie zu vertreiben. Entendu. Mon brave. Happe. Füllen, spucken und stopfen. Ramon,
Ich komme mit Ihnen. Attrapez tous! Deuxième compagnie! Faites la mort! Troisième compagnie! Charge à la baïonnette! Wie sieht's aus? Sie sind geflohen. Alle? Bis auf den letzten Mann. Versichern Sie sich. Gut. Harris, Sie schaffen Lieutenant Iris raus und begraben ihn. Perkins und Hackman, Sie halten Wache. Die haben's gut gemacht. Der Franzose eingeschlossen. Ist das... Ellie? Es ist Dada. Ich bin tot, Deck. Unser Erde gehäutete. Er kann sich nicht einmal an Ma erinnern. Fertig, Sir. Bringen wir es hinter uns. Es ist eine komische Sache mit dem Verstand, wissen Sie? Ich hatte mal einen Onkel, der glaubte, die Feen wären hinter ihm her. Was geschah mit ihm? Sie erwischten ihn. Alles klar? Das steht Ihnen zu, Sir.
Richard, hier wurde Ma getötet. Schützen! Absuchen! Hat er mich erkannt? Wirklich? Er wird's wieder tun. Er ist auf dem Weg der Besserung. Er wird wieder gesund. Deine arme Mutter, das ist wirklich tragisch, meine Liebe. Mein aufrichtigster Dank gilt diesem jungen Mann. Er hat uns alle gerettet. Das zeichnet ihn aus. Nicht wahr, Sharp? Noch eins als letztes, Sir. Die eingetriebene Beute, Sir. Hauptsächlich Gold, einiges Silber. Ist das alles, was da war? Ja, Sir. Das ist alles. When evil stalks upon the land, I'll neither hold nor stay me hand, but fight to win a better day over the hills and far away, o'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal, and Spain. King George commands and we obey over the hills and far away.